Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir haben unsere EBFs fertiggestellt, weil wir festgestellt haben, es geht nichts mehr voran, weil uns gehen langsam die Sachen aus. Des Weiteren habe ich jetzt diese hier, diese Canning Machine, das ist jetzt rein zum Essen. Erstmal. Damit bis die Küche mal auch irgendwann angeschlossen ist. Die hat aber momentan null Prio, weil, wie gesagt, wie uns gehen die Erze aus. Wir haben zwar hier momentan einen Ore-Washer, der uns irgendwas macht. Kann ich auch mal gleich reinschmeißen, dass das auch funktioniert. Die Kiste. Was haben wir da? Bam, 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 bam. Stone Dust, Stone Dust, Stone Dust, Stone Dust. Silikondioxid, okay. Dann lassen wir gleich wegräumen. Dann haben wir eine zweite da habe ich mir eine zweite Canning-Maschine gebaut in MV. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr das sowas immer noch sehen wollt. Vor allem, wenn wir schon mal eine gebaut haben in LV, ist ja MV jetzt nicht gerade das größte mehr. Ja. Oder ich kann euch dann zeigen, was ich, wie ich, wo ich, warum ich gemacht habe. So, vor allem hat halt den Vorteil, der braucht jetzt halt 30, 40 Sekunden und nicht mehr 80 wie der da hinten. Apropos. Also. So, okay. Dann müssen wir auf jeden Fall demnächst noch Stainless Steel herstellen. Dafür brauchen wir Manganese, das heißt, wir müssen alles Mögliche machen. So, dann zeige ich euch jetzt erstmal den Mehrfach-EBF. Ich hoffe, dass das soweit auch halt. Ich nehme erstmal die Batterien mit. Weil dann kann ich schon mal die HV-Batterien reinschmeißen unten. So, zack und zack, da haben wir schon mal wieder drei. Beziehungsweise ich hole noch schon mal ein Stack Lithium. Dass die nächsten zwei Batterien auch schon laufen. Genau, da wird jetzt mit Schaufel aufgefüllt. Dann lasst uns nach unten gehen. So, dieses Problem, was ich auf jeden Fall habe, ist, ich muss ja genügend Pipes legen nach hinten für das destillierte Wasser. Ich glaube nur, dass wir zu wenig Stahl dafür haben. Weil ich müsste auf jeden Fall mal bis hier hinkommen. Das muss man mal gucken. So, das heißt jetzt, genau, erstmal hier die Batterien rein. Dass wir auch genügend Saft haben, falls mal jetzt mehreres läuft. So, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt dann hier High Ampere Transformer. Dann habe ich hier jetzt einen 16-fach hin. Dann haben wir hier jetzt ein 16-fach Kabel hin. Gehen hier vier hoch. Dann haben wir hier ein 8-fach dort. Und dann gehen wieder 8-fach Kabel, 4-fach hoch, 4-fach hoch. Ja, also immer, ne, weil da gehen ja 8 raus, 4, 4. Also immer die zusammenzählen. Und bei dem ist es so, es können 8 da rausgehen und rübergehen. Da habe ich die Liebe. Nehme ich sicherheitshalber ein 16-fach, weil, wie gesagt, wenn die zwei auch noch angehen, ne, braucht er da 8 und die 8, dann macht es hier pfff und dann ist das Kabel weg. Brauchen wir nicht. So, dann gehen wir mal nach oben. Ich kläre mal irgendwas zu dem Multi-Ding da. Also es steht zwar dort, dass ich die Multi-Blöcke, dass ich die einen Muffler-Head teilen. Das ist leider bei uns nicht so gewesen. Das heißt, da ist jetzt überall ein Muffler drin, ein HV. So, dann haben wir hier jetzt die limale Linie mit den Blast-Engines. Also wie gesagt, diese Wand wird sich geteilt und diese Wand wird sich geteilt. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Output-Bus. Und hier habe ich einen Liquid Amount Input Hatch. Dasselbe auch hier. Dasselbe auch hier. Also Output Bus. Das heißt,
ich habe jetzt hier einen, der Output-Bus bedeutet, wenn ich jetzt den hier und den hier laufen lasse, dann kommt das alles hier raus. Dasselbe auch hinten. Wenn ich jetzt hier, was er irgendwann soll er hier Oxy sozusagen standardmäßig rein, die Pipes verlegen, vielleicht schaffen wir es noch, vielleicht auch nicht, dann wird es in der nächsten oder in der übernächsten Folge passieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier Stahl drin habe und hier zum Beispiel Stainless Steel und hier ist Oxy drin, dann laufen die beiden. Und hier kommt dann irgendwann Nitro rein, das heißt für Aluminium, dann laufen die hier die ganze Zeit. So, Karten haben wir auch schon soweit gemacht, dass man die dann auch hier erstmal anschauen kann. Wenn man das mal sehen will, was man alles, was alles gerade läuft oder wie es läuft oder warum auch immer. Ja, das heißt, wir nehmen mal uns diese Karte weg, machen die Karte rein und dann schauen wir mal, und dann steht da, das Ding ist auf HV. Das ist nämlich wichtig, mal sowas zu wissen. Ich glaube, beim Advanced kann man erst mehrere Karten reinpacken. Da geht halt momentan nur eine. Werden wir auch mal irgendwann bauen. So, wir wollen uns jetzt sozusagen um diesen Raum hier kümmern. So, jetzt muss ich natürlich überlegen, wie ich das mache. Weil der Strom kommt ja normalerweise von hinten. Ich brauche hier HV, ich brauche hier HV. Ich werde auch noch einen hier mal HV brauchen. Also das heißt, 3 HV habe ich Minimum. Wie gesagt, wenn jetzt dann die auch noch irgendwann HV Energy Hedges drunter haben, wenn das nochmal 4 und hier wäre auf jeden Fall nochmal 2, beziehungsweise nein, das wären dann auch 8 oder 4, nee 4, 4 für EV. Also die werden wir auf jeden Fall brauchen. So, also das heißt, wir haben 1, 2, 3. Was wir jetzt hier alles hinmachen, wissen wir noch nicht. Das heißt, wir wollen uns jetzt erstmal darum kümmern, dass der Pulverizer, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt heißt er noch Maserator, der heißt ja erst ab EV-Pulverizer. Da wollen wir uns den mal holen. Und aufstellen. Ich hoffe, also ein Ohrwascher und eine Zentrifuge haben wir noch gestern Abend schon mal gebaut. Dass wir das wenigstens einmal so weit hinkriegen. So, jetzt muss ich nur hoffen, da ist der Maserator. Und in der Kiste, da ist drin die Zentrifuge und der Ohrwascher. Und der zweite Maserator. Ja. So. So, stellen wir den jetzt gleich mal auf. Also wie gesagt, das heißt, 4 HV-Batterien werden auf jeden Fall gebraucht für die Maschinchen hier. Also das heißt, du kommst dahin, du kommst dahin. Das Problem ist jetzt halt, ich bin gerade beim Überlegen, ob ich den Reinraum einfach mal provisorisch unten mit reinklatsch. So, dann haben wir eine Zentrifuge. Die Zentrifuge kommt hier hin. Und der Ohrwascher kommt hier hin. Warum sage ich das? Ganz einfach, weil wir ja HV-Elemente brauchen. Dafür brauchen wir den Freezer. Und den Freezer können wir erst ja bauen, wenn wir den Reinraum haben. Das heißt, wir müssen mal schnell gucken, die Quest, was für einen Reinraum das wir brauchen.
ich muss ja den da herstellen. Das heißt, wir brauchen einen MV. Also MV, also ein MV würde reichen. So, was müssen wir herstellen für den Reinraum? Das war Multiblocker Goals. Das heißt Pressure Plate Reinforced Door, das ist erstmal hinten dran Maintenance Hedge, MV Energy Hedge und MV Machine Hull. Da sind wir jetzt Gott sei Dank gerade dabei, ein bisschen Aluminium haben wir, glaube ich, einen Stack gerade hergestellt. Wir brauchen einen Clean Room Controller. Oh Mann. Das heißt Stainless Steel. Ja, gut, dass ich gerade dabei bin, drüben Rubin noch durchzujagen. Das heißt, der muss dann noch einen Sifter durch. Das machen wir auch gleich. Wir brauchen nämlich Chrom und dieses Manganes. Und das weiß ich gar nicht, ob wir das überhaupt noch da haben, das Erz. Aber wir brauchen auf jeden Fall zwei Rotoren. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall den Stainless Steel dafür. Okay, wir hätten noch 22, das heißt 18. Müssen wir jetzt aber genau aufpassen, was wir alles da haben. So, das heißt jetzt, wir brauchen Plascrit Blocks. Da habe ich schon mal auf jeden Fall einen Stack fertig. Das heißt, ich brauche jetzt weitere. 64 habe ich. Das heißt, ich brauche 8. Dann habe ich 72, 18 mal 4. Ich hoffe, ich finde das ganze Black Steel. So. Wir haben hier die Rods. Dann machen wir. So, Iron Rods habe ich auch noch ein paar hergestellt, weil die uns langsam ausgehen. Sehr schön. Hammer. So, dann brauche ich jetzt hier. Die brauche ich nicht mehr momentan, aber. Oh. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal wieder Oxy. Da rein bitte. Da raus. Das heißt, da habe ich einen Stack Poly. Gleich reinjagen. So, die zwei Batterien sind fertig. Das heißt, wir holen uns das nächste Lithium. Weil das muss laufen. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch Batterien für die Verarbeitung drüben. So, wir haben zwei Stacks Purified Ruby Ore. So, jetzt muss ich nur noch gucken, wo ist der Sifter? Glaube, ich habe momentan nur einen, ne? Da ist die Sifting Machine, genau. So, ich habe Gott sei Dank gerade noch eine Kiste einstecken. Dreh dich nach oben. Mach Item-Auswurf. Brauchst 40 Sekunden. Ich müsste eigentlich eine Sifting-Maschine MV bauen, dann geht's schneller. Ich traue mich momentan nicht, wie ich am Material. Einfach. So, Large. Mhm. Da habe ich auch nochmal Large. Das sind schon mal 3. Da bin ich eigentlich hier drin. Da habe ich das drin, da habe ich das drin. Dann brauche ich jetzt den Circuit Nummer 4. Du kommst hier rein. Dann fängst du mal an. Was haben wir jetzt gesagt? Wir brauchen 18.
Schauen wir mal, wie weit das mal kommen. War 11 Zimmer. So, und das muss ich jetzt wohin packen? Ich glaube. Genau, mit Polyethylen Pulp. So, sehr schön. Das heißt, ich brauche da noch 18 Stück. Das hier Plastik tun wir mal weg. So, da sind wir jetzt wieder bei 300. Batterie habe ich noch. Ich weiß nur eins, dass die Generatoren da drin es irgendwann halt nicht mehr packen, den Strom schnell genug herzukriegen. Das hatten wir mal gesehen, als wir richtig den EWF am Laufen hatten, dass auf einmal die ersten HV-Batterien leer wurden und dann sind die nicht mehr so schnell nachgeladen. So, wir haben jetzt hier einen Maserator. Hau das mal bitte durch. Dankeschön. Wir gehen runter und hauen die restlichen Batterien hier rein. Und hier weiter. So. Da noch was drin. Die Lithium-Batterie ist auch fast leer. Genau, ich wollte jetzt über den Battery Buffer nach unten. Klar, macht man ja so. Ah, lad mal. Jetzt wird es nämlich witzig, weil jetzt muss er schon zwei laden. So, dann haben wir schon mal 18. Kommst du rein und jetzt brauche ich, wie ich mache das jetzt mal nur mit immer einer. Wet Concrete, das heißt, ich mache dich umschalten in die andere Zelle. Da geht's. Ja, genau. Batterie sollte ich vielleicht noch mit reinlegen. Mager Ära. Okay, Wet Concrete haben wir hier auch. Bin ja mal gespannt. Jetzt muss ich mal schnell was beim HV gucken, ob da irgendwas dort steht, Platinum-mäßig. Bei uns hat er fast der Schlag, also mich hat vorhin fast der Schlag getroffen, als die gesagt haben, um die nächsten SMDs zu machen. Kriege ich zwei Nuggets raus. Bin ich ja nächstes Jahr noch beschäftigt. Vor allem, da kriegen ja Gottes Willen. Ja. Nee. Also okay. Also wir brauchen jetzt die Pleasurender Block 82 Stück, die laufen. Die Filtermaschine. Das heißt, ich brauche Itemfilter, Stainless Steel Framebox. Okay, das sind vier. Das sind zwei. Zinkfolie. Zink. Zink haben wir momentan gar nichts mehr. Nee, Nickel haben wir verbraucht. Zink haben wir noch. Gut. Das heißt, ich brauche jetzt Zink. Nehmen wir mal gleich 16 Stück mit. Und lass die mal gleich durchwergeln, weil ich brauche davon richtig viel. Okay. Das läuft. Wie viel haben wir jetzt rausbekommen? 6 Stück. Gut,
dann brauchen wir jetzt als nächstes. Ich brauche Stahl. Halben Stack müsste reichen. Muss ich Wire machen. So, rein. Die Zinkplatten laufen das zweite Mal. Das heißt, da haben wir schon mal einen Stack. Das heißt, ich kann schon mal 4 Stück machen. Das heißt, ich hole gleich mal die nächsten 16 Zink. Wir brauchen nämlich mehr. Da kommen noch mal 2 raus. Lassen wir noch mal einen machen. Alles ist gut. So, die 64 hast du durch. Dann kannst du mit den nächsten anfangen. So, wie viel Stainless Steel Fine Wire habe ich noch? 136. Das heißt, für die Filter Assembler Circuit 1. So, das heißt, du bist jetzt der Letzte. So, und ich wandle mal wieder um. Bin optimistisch, dass es reicht. So, 18 Stück passt, dann heißt es jetzt die Pumpe nehmen, reinschmeißen. Darum haben wir mittlerweile überall Tank stehen, einmal Seed Oil, einmal dies, einmal jenes, damit man das Zeug herstellen kann. So, jetzt haben wir hier mal 18 plus, schauen wir mal, ob der kleine Drag rechnen konnte. Jawohl, er konnte rechnen. Die sind fertig. Das heißt, jetzt brauchen wir. Wir brauchen davon 8 Blöcke, sehe ich gerade. Hahaha. Das könnte mit dem Stainless Steel knapp werden. Verdammt. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Magne, irgendwas. 22 haben wir. Wie gesagt, 18 brauchen wir. 18 brauchen wir ja schon einmal. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt erstmal den Clean Room Controller. Das heißt, ich brauche da mal 10 Stück. Dass ich 10 bis 10 zählen kann. Muss ich mal gucken, haben wir hier aus Versehen schon einen Stainless Steel? Ah, okay, Rods hätte ich da. Aber ich habe die Rotoren nicht gebaut bis jetzt. Kommst da rein. So, das heißt jetzt aber, ich brauche jetzt einmal einen Gut. Oder? Ich brauche nur einen, ja. Das heißt, du musst da rein. Das heißt, ich brauche. Gelb habe ich nicht. Oder? Gelb, 4 Stück. Nein. So, jetzt muss ich erst mal gucken. Aber der muss noch mal laufen. Und der muss noch mal laufen. Reicht dann immer noch nicht. So, das heißt, Advances HV, ja. Das heißt, ich brauche. Brauche eigentlich die Transistoren oder SMDs, Galliumfolie. Galliumplatte.
Gallium. Ich geh mal schnell raus. Habe ich Gallium irgendwo noch rumliegen? Halt, ich muss erst gucken. Nicht überdrehen, gerade Drag. Ganz sortiert den Kopf benutzen. Die gelben, weil ich glaube, das war nämlich das Platinum Wire. Nee, das ist das. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann gehen wir Gallium suchen. Das haben wir schon mal nicht. Das habe ich auch nicht. Es kann aber auch sein, dass ich zu weit weg bin. Schauen wir mal schnell da rein. Da ist meine Dustkiste. Gallium. Acht Stück habe ich, einen bräuchte ich noch. Gallium kriege ich wo raus? Alles klar. Das ist die einfachste Methode. Ich brauche 2, 4, ich brauche 8 Eimer. Da ist ein Gitter. Ja, Pistole weg. So. Da fackel ich nicht lang. Soll ich, was wir sowieso im Überfluss haben? Danke. So, ein Gallium-Dust. Und dann brauchen wir Unalated Copper. Weiß noch nicht wie viel. 16. So. Holy, alles klar. Dann kommst du hier rein. Du kommst rein und du kommst rein. Du kommst raus. Und sag mal bitte nicht, dass du das der Falsche bist. Ach so, ja. Dumm, hat keiner gesehen. So, wir müssen dich erstmal schmelzen. Und das Schöne ist, wir können sogar zwei machen. Weil ein Gallium-Ingot ergibt. Boah, ich weiß gar nicht, brauchen wir einen dafür oder vier? Wenn wir einen brauchen, hätten wir vier. Das wäre super. Ha! Auch nochmal 16. Doch der Orangene und nicht der Gelbe. Ja, aber es ist trotzdem der Richtige. Da war ich nur leicht irritiert. Dioden brauche ich da nicht, du kommst dahin. Dann brauche ich jetzt für den Gut. Brauche ich Integrated und den anderen. Davon zwei und davon zwei. Kann ich dich rauspacken? Dann brauche ich Elektrum.
glaube nur 4. Und dann auch hier noch. Unrelated Copper. Auch 4. Ja. Nein, ich brauche 8 und 8. Okay. Habe ich rein zufällig, weiß ich. Wäre ein Wunder, wenn ich jetzt mal was da hätte. Ach, 12. Weg. Endless Steel. Davon brauche ich jetzt nochmal 4. Und von Elektrowire brauche ich auch nochmal 4. Das wegräumen. Dioden kann ich auch wegräumen. So, dann geht's weiter. Brauche 2 Elektromotoren HV. Das heißt, ich brauche nochmal Stainless Steel. Ich brauche 2 Stück. Nein, ich brauche einen. Das ist jetzt das, was ich ausgehen lassen muss, weil, wie gesagt, ich nicht genügend habe. Der letzte läuft. Ja. Werden hier meine Reserven aufgeladen. Ja. Das haben wir, dann brauchen wir zweimal Magnetic Steel Rod. Was habe ich noch hier? Electrum Wire, Silver Wire. Auch Electrum. Electrum. Ah, ich hab auch kein Electrum mehr. Ja, aber dann müssen wir jetzt schauen, dass wir das fertig kriegen, weil wir dann sozusagen die Chance haben, wenn wir halt nicht so viel Zeit haben, dass wir die ganze Zeit Erze laufen lassen können. Ah, das waren schon mal 2. Wie gesagt, wenn man, also ich auf jeden Fall, bei Sebo ist es mittlerweile halt auch so, unter der Woche keine Chance mehr. Da habe ich die wenigste Zeit und dann meistens ist der Freitag dafür jetzt mittlerweile da, Sachen vorzubereiten, dass man Samstag, Sonntag aufnehmen kann. So, das brauche ich noch als doppeltes Silberkabel. 4 Stück. Ach nee, ey, das kann ja wirklich wahr sein. Ich muss hier mal, glaube ich, ein paar klopfen. Wenn ich Glück habe, mich selber. So, das war doppeltes, ne? Auf. Na und da ist jetzt mit das auch noch ausgegangen.
Hurra, hurra. Es ist nichts da. Wir versuchen uns schon zu bemühen, mehr zu machen. So, Zink und Stahl. War das in irgendwas? Einser. Das ist mal ein Circuit, den ich immer irgendwo rumliegen habe. Drei brauchen wir ja Minimum. Ja, ich werde es aber trotzdem nicht schaffen, weil, wie gesagt, ich muss ja nochmal 8 von den anderen Dingern herstellen. Das heißt, ich muss nochmal einen kompletten Stack Stahl durch die Wiremill jagen. Das heißt, wir haben jetzt auch noch ein Stahlproblem. Hurra! Ich habe doch hier drüben auch noch eine Wiremill, ne? Du brauchst zwar doppelt so lang, aber du läufst wenigstens. Weil da kann Silber und Elektrum hier durchlaufen. Das heißt, ich brauche hier 4. Ich hoffe, ich habe alles. 1, 2 Pumpen. Zwei Motoren, 2 Rotoren. Einen HV-Prozessor, den habe ich hier. Ja, und meine Filter kriege ich gerade. Die habe ich jetzt hier. Also, das heißt jetzt, die Filter kommen dahin. Du kommst dahin, du kommst dahin. AV-Maschinenhall-Rotoren. So. Natürlich. Auch sein können, dass ich noch einen rumliegen habe, ne? Falsche Kiste, Goldkabel. Ausmachen, reinschmeißen. So, und ich habe wenigstens den Clean Room Controller. So, und jetzt brauchen wir noch den Filter Machine Casing. Stainless Steel Framebox. Und davon brauche ich 8. Das heißt, ich brauche 8. Das heißt, ich brauche auch 8 davon. Jetzt muss ich gucken. Manganes, haben wir da noch was? Manganes, haben wir noch ein Ingot. Oh, Manganes. Moment. Manganese. Okay. Das ist dann sozusagen ein Beiprodukt. Ein Beiprodukt von was? Manganese. Tantalit. Tungsten haben wir nicht.
Zirkobelit, nein, 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 nein. Tantalit. So. Tantalit. Das ist Grosola. Das ist im Nether, in der Overworld. Das ist hervorragend. Tantalit. Das haben wir auf jeden Fall nicht. Das heißt, das werden wir bis zum nächsten Mal suchen, dass wir den Cleanroom bauen können. Und ich hoffe, dass ich bis dahin noch genügend Itemfilter zusammenkriege, dass wir die ganzen Maschinen brauchen. Weil das heißt, wir brauchen jetzt noch 8 Stück brauchen wir davon. Das heißt, wir brauchen 24 Itemfilter. Da freut man sich doch. Die werden wir auch versuchen, bis dahin vorzubereiten. Das heißt, wir müssen noch richtig viel Material bauen. Das werde ich aber nicht mehr in der Folge schaffen. Das heißt, wir hören mal nach einigermaßen 40 Minuten auf. Auch mal was Neues. Ja, aber es macht keinen Sinn, dass ich jetzt dann hier einfach nur noch wild im Kreis renne. Solange wir das Ding nicht fertig haben. Ja, hinten den Anschluss, also die kleinen Kabel werde ich verlegen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Stahl. Das heißt, es da hinten muss auf jeden Fall laufen. Wobei, nein, ha! Wie viele kleine Kabel habe ich noch von Tiny Steel Fluid Pipes? Das sind 800 Liter drin. Das reicht mir. Gib mir mal bitte nochmal 12. Hoffe, dass das reicht. Heißt, ich brauche dich. Weil mir fällt da gerade was ein. Das haben wir ja gesagt. Das Anschließen machen wir noch. So, das heißt, wir gehen in die Erzverarbeitung. Nach unten. Und jetzt gehe ich nach drüben. Ich muss hier nach oben. Aber das zweimal. Ja, also sind wir nicht dumm, sondern wir gehen hier entlang. Gehe ich jetzt so weit wie möglich hinter. Irgendwann das Chemiewerk kommt. Hier nach vorne. Ich hoffe, dass ich das. Jawohl. Sofort nach oben. Erde ins Lager bringen. Es wird Nacht. Kann ich gleich schlafen? 9 gleich wieder aus. Wir mögen FPS. Gott sei Dank trage ich jeden möglichen Käse mit mir rum. Apropos Käse, ich muss schnell nochmal in die Werkstatt. Ich habe da eine Kleinigkeit nämlich nicht dabei. So, wieder ins Lager. Und wir holen uns die Pumpe.
Mal die Items aufheben. So, und ich möchte als erstes haben, na, weil wir Stahl brauchen. Nein, ich muss Nitro gehen. Das heißt, wir brauchen als allererstes mal Alu. Also wir gehen jetzt erstmal in der Linie entlang. So, und wer jetzt gerade die Befürchtung hat, dass mir das Kabel nicht reicht, die habe ich auch. Das war mal wieder clever von mir gelöst. Ja, drei ist jetzt nicht gegangen. So, mein Problem ist jetzt aber auch noch. Doch egal. Ich lege jetzt als erstes Oxy, weil wir jetzt auch mal Stahl. Nee, ich muss Oxy legen, weil wir Stahl brauchen. Der Rucksack schon wieder voll. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. So. Heißt, wir müssen jetzt dann dahin. Dann habe ich jetzt hier die Pumpe. Export ist standardmäßig. So. Ich darf nicht. Verlegen wir. Ich muss auf jeden Fall das richtig befüllen. So, ich habe ja gesagt, ah, verdammt, ich muss natürlich hier auch noch ausheben. Aber das wird jetzt wohl hoffentlich reichen. Wollen wir noch zusammen machen. Ich habe noch 20. Ich will schätzungsweise nicht mehr um die Kurve kommen. Heißt, ich werde jetzt das gesamte Stahl, was wir haben, für aufbrauchen, für diese kleinen. Genau, ich muss jetzt auch noch mittiggang sein. 1, 2, 3, 4. So, als erstes ins Lager. Ah, okay. Alles klar. Jetzt weiß ich auch, warum das dann nicht mehr so viel reingepasst hat. Na. Was? Werkstatt. Wir brauchen Stahl. Hätten wir gesagt, ich lasse 8 Stahl übrig. Dass wir uns notfalls nochmal. Ja, das war ja wieder clever. Das heißt, wir könnten uns dann nochmal ein Casing bauen. Und den Rest brauche ich jetzt in Pipes. Drück die Daumen, dass die 52 Stück reichen. So, das heißt, wir müssen in die Erzverarbeitung. So. Was ich nie mehr lerne ist, ne? Vorne nicht, ich muss sie oben zumachen. Okay. Scaffolds bitte.
So, das heißt, ich brauche dich. Brauche ich dich. Ich, das war glaube ich jetzt der letzte, wo es machen muss. Ja, weil sonst ich ja nicht hinkomme, sonst muss ich ja wieder ein provisorisches Loch schlagen. Wie gesagt, Daumen drücken, dass die reichen. Könnten notfalls die 8, die Reserve auch nochmal anlangen. Das ist sehr euphorisch gedacht, dass das reicht. Be positive. Okay, 1, 2. Ha! 2 Stück brauche ich noch. 2. Werkstatt. Schlimme ist zwar, dass ich das dann nochmal brauche, aber das können wir ja auch so anschließen dann. So, das heißt, wir gehen jetzt in die ins Chemiewerk, der Weg näher. Erlang. Ich verirre mich noch dreimal, dann ist der Weg länger. 1, 2 und verbinden. So, Oxy müsste nach vorne laufen in den Tank. Kommt langsam an. Kommt hier an. Das heißt, wir gehen nach oben. Da habt ihr es wenigstens einmal gesehen. Jawohl. Und Oxy läuft voll. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch Rough Iron. Und können Stahl herstellen wie die Weltmeister mit 2 EBFs. Das ist das, was wir wollen. Beziehungsweise Stainless Steel müssen wir auch machen. Das heißt, wir müssen Erze besorgen, wir müssen Stahl besorgen, wir müssen Stainless Steel herstellen. Wir haben einiges zu tun bis zum nächsten Mal und dann hoffen wir, dass wir den Raum halt wenigstens provisorisch irgendwie unten mit einrichten können. Dass wir den Vakuumfreezer eventuell bauen können. Genau. Und dann wird's lustig. So, genau. Aber dann sind wir durch. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder sonstiges habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr wollt, dass der YouTube-Algorithmus mich nach oben stuft oder weil euch das Video gefallen hat, mal andersrum, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.